Herzlich willkommen bei ProAntics. Ich bin Sammy und heute zeige ich euch, wie ihr in Photoshop Pickel entfernen könnt. So, ich habe jetzt hier schon mal ein Foto reingeladen. Dort können wir, wenn ich das Ganze mal vergrößere für euch, auch sehen, dass da einige Hautunreinheiten und Pickel zu sehen sind. Die wollen wir heute mal entfernen. Ich zeige euch mal die einfache Variante. Die etwas schwierigere Variante für Fortgeschrittene findet ihr auch auf meinem Kanal. Die werde ich jetzt hier kurz nochmal einblenden und verlinken. Als allererstes empfehle ich euch, euer Foto auf 100% oder 200% zu vergrößern, dass ihr auch ordentlich seht, was ihr da tut. Dann gibt es noch eine neue Sache. Wenn wir die Ebene hier als Smart-Objekt importiert haben, sei es von Camera Raw oder sonst wie, dann müssen wir die erst duplizieren. Das können wir einfach mit Steuerung und J machen, dann entsteht hier die gleiche Ebene und die können wir jetzt mit Rechtsklick Ebene rastern, können wir die Ebene rastern. Das hat zur Folge, dass wir jetzt ganz leicht mit dem Reparaturpinselwerkzeug, das findet ihr in der Toolbox links über den Pinseln, auf dem Bild arbeiten können. Das geht beim Smart-Objekt mit dem Reparaturpinselwerkzeug leider nicht. Generell empfehle ich euch sowieso, immer eine Kopie von dem Foto zu machen, wenn ihr direkt etwas an dem Foto verändert und nicht über Smartfilter arbeitet. Das hat den Vorteil, dass ihr das hinterher noch rückgängig machen könnt, beziehungsweise das originale Foto noch einfach habt, wenn ihr das nochmal anders bearbeiten möchtet. So, ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen weiter vergrößern. Jetzt sehen wir auch schon, da sind Hautporen, beziehungsweise da sind auch Hautunreinheiten. Ich empfehle euch, die Hautporen nicht wegzuretuschieren. Das sieht sehr komisch aus und wirkt dann ganz schnell wie so ein blöder Handyfilter von irgendwelchen Fotos und sieht halt einfach nicht realistisch aus. Wir müssen uns zuerst eine Quelle festlegen, also quasi eine gesunde Stelle in der Haut. Dazu drücken wir die Alt-Taste und klicken an eine Stelle, die mit Unreinheiten nicht so versehen ist. Und jetzt seht ihr vielleicht auch schon, hier ist mein Pinsel jetzt sozusagen ein Stück Haut und jetzt male ich einfach damit ein bisschen drüber über die Stellen, die ich retuschieren möchte, und das ist eigentlich relativ leicht. Man muss nur ein bisschen darauf achten, dass man ungefähr im Bereich bleibt. Das heißt, ich werde jetzt nicht die Haut von der Nase auf die Stirn kopieren oder auf die Wangen. Das würde, denke ich mal, auffallen. Deswegen empfehle ich euch immer mal wieder mit der Alt-Taste 9 eine Quelle zu wählen. Und dann könnt ihr das ganze Bild bearbeiten. Ich spule das Ganze jetzt mal vor, damit ihr das sehen könnt. Ich habe jetzt einmal das komplette Bild durchbearbeitet. Ich zeige euch jetzt mal den Vorher-Nachher-Effekt. Das ist auch das Praktische daran, dass wir eben das Foto in einer neuen Ebene angelegt haben. Jetzt kann ich euch das einfach mal zeigen. Das ist vorher und das ist nachher. Wenn ihr Vorschläge, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.